Hey, so und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kern und zurück mit Kingdom Hearts Chain of Memories mit dabei. Chaos Sonic 86. War das jetzt eine Frage? Ja, Entschuldigung, ich wurde gerade abgelenkt. Ja, ist Chaos Sonic 86, das ist keine Frage. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort auf alles. 42. So, gut, hier gibt's nicht mehr. Boing. Hat's gemacht. Warum ist denn die Tür da schon auf? War ich da oben schon? Ja, kann sein. Ja, auf der Karte ist da ein blauer Pfeil. Da war ich also schon. Natürlich, hier hätte ich ja so. Toll. Ja. Stimmt. Man landet dann manchmal nicht gerade dort, wo man reingekommen ist. Ah, toll, kommt her. Mokri-Punkte. Wie viele haben wir jetzt? 178. Natürlich habe ich ihn nicht betäubt. Wäre cool gewesen, wenn das mal funktioniert hätte. Egal, machen wir ihn so kaputt. Na, wenigstens hast du ihn einmal getroffen. Wie ist das, hast du ihn gekriegt? Wahrscheinlich durch Glück. Wäre Aladdin Zeit, das nächste Mal ein bisschen produktiver. Ja, weil es lag halt daran, dass der Gegner sich minimiert hat. Ah ja, der Trolllurch. Da nenne ich immer die Schattenlurche. Ach, das war das hier. So, der Lö. Oh, da, dort drüben, was war hier drüben nochmal? Okay, da war so ein schwarzes Herz. Das habe ich in 5 Minuten eh wieder vergessen. Aber wir können uns jetzt hier das letzte Booster Pack holen, was Angriffskarten angeht. So, bitte gute. Ja. Ja, geht, würde ich sagen. 4 und die 6er, die könnte. Jetzt prüfen, bearbeiten. Ne, da wird nur einer wahrscheinlich passen. Nehme ich mal den raus, bearbeiten. Ganz knapp. Hat das noch gepasst? So, hier. Ach nee, hier war dann nur noch. Hä? Jetzt muss ich. Jetzt muss ich die. Entschuldigung. Ja, erzähl ruhig, erzähl ruhig. Ich glaube, der Raum, der das sucht, müsste eigentlich am Anfang gewesen sein, der Map. Ich hab nur noch einen Schatz, ja. Ich glaube, es war jetzt gerade die rechts. Ich möchte hier auch nochmal. Da ist ja noch eine Krone abgebildet. Ach, da! Jetzt wahrscheinlich die sein. Ja. Und du brauchst eine grüne. Ja, wähl doch auch die zweite noch aus. Das würde eventuell von Vorteil sein. Der mich hat dumm tapp, ey. Ja. Keanu halt. Das ist Keanu-Style. Boah, wie oft ich in diesen Raum war in Kingdom Hearts 1. Nur um die Giftfungis platt zu machen. Hey, seht euch das an. Weil die geben am Anfang sau viel XP mit 92. Das ist ja. Das ist Jasmin! Sie braucht Hilfe! Wir werden das nie rechtzeitig schaffen. Ja, wenn man da auch stehen bleibt. Dann habe ich keine Wahl. Genie, ich wünsche mir, dass du Jasmin rettest. Ich habe gerade gelesen, Genie, du wünschst mir, dass ich Jasmin rette. Wie klar, Attacke!
Jasmin! Ein Glück, sie ist bewusst, das sieht aber aus, als sei sie okay. Jetzt hast du aber bloß noch einen Wunsch übrig. Ja, das hat ja gut geklappt. Nicht schon wieder! Entschuldige, Ginny, du bist der Einzige, der... Warte, das ist dein letzter Wunsch. Verschwende ihn nicht. Diesmal kümmern wir uns um das Wünsche erfüllen. Vielleicht hat Ginny die Arbeit nicht gut gemacht. Das sollten alle weg. Er könnte jetzt begründen, es waren doch alle weg. Du hast nichts davon gesagt, dass ich auch welchen wegmachen soll, die wiederkommen. Genau, stimmt. Goofy! Beyblade! Ja, gut. Er hat's auf jeden Fall versucht. Dann nochmal! Wild! Dazu habe ich aber nichts mehr zu sagen. Tut mir leid. Ein Glück, sie ist bewusstlos, wenn der Satz da endet, wäre ziemlich seltsam. Ja, ist schon nicht. Alter, ist ja gut. Und brüll! So, der Zicksacker ist... Das war jetzt ein Versehen, ich... Ach nee, komm schon. Ah, der Deck ist auch wieder... Zwei! Spiel! Er hat diesmal was richtig gut gemacht, der Aladdin. Ja, super. Pluspunkt für ihn. Wow. Autsch. Oh, ich will noch nur den da anvisieren. Och nö, ey. Oh, gerade... ich hatte ihn nicht. Boah, ihr geht mir so auf den Nerv. Boah, hoffentlich gehen sie durch Simba down. Zwar... sehr gut, der Fette ist mit aufgegangen. Und zack, und zack, zack. So, jetzt noch... Na, da... hat er mich noch irgendwie gekriegt. Etta! Ein Etta für später. Siehst du, Ginnys Hilfe war nicht nötig. Danke, Sora. Ich habe jetzt also noch einen Wunsch frei. Nein, sie wäre immer noch nicht praktisch. Weil, wie gesagt, sie teilt sich in drei auf und damit zu treffen ist, nee, also... Ich bin Anti-Eismagie. Was in aller... Was ist los? Oh nein, die Lampe! Sie ist verschwunden! Warum hat Aladdin... Warum sucht Aladdin an seiner Brust? Sieht so aus, als sei mein Plan nicht aufgegangen. Ich war mir sicher, du würdest deinen letzten Wunsch vergeuden. Schließlich war Jasmin in Gefahr und es galt, die Herzlosen zu bekämpfen. Aber egal, so oder so bin ich jetzt der Herrscher über die Lampe. Warum tust du das, Jafar? Ich habe dir die Lampe gebracht, um die du mich gebeten hast. Versuch nicht, mich auf den Arm zu nehmen, Junge. Du wolltest mit der Lampe Jasmins Herz gewinnen. Aber das können wir nicht zulassen. Ich bin derjenige, der Jasmin heiraten wird. Und du? Wenn ich die Prinzessin heirate, hält mich nichts mehr davon ab, Sultan von Agrabah zu werden. Du bist nichts als ein Bauer in meinem Spiel, du kleine Kanalratte. Geist, mein erster Wunsch, bring Jasmin her. Genie sieht irgendwie so aus, als ob er das witzig gefunden hätte.
Jenny, was machst du da? Tut mir leid, Al. Mir sind durch ihn die Hände gebunden. Ich hab denjenigen zugehorchen, der im Besitz der Lampe ist. Exakt. Leb wohl, Aladdin, du Narr. Toll, jetzt hab ich Jasmin und die Lampe verloren. Du hattest später noch Zeit, dich schlecht zu fühlen. Wenn du dich nicht zusammennimmst, wirst du Jasmin nie wiedersehen. Du hast die Lampe verloren, na und? Du kannst sie immer noch selbst retten. Jemanden zu verlieren, der dir wichtig ist, ist schlimm. Ihn nie wieder zurückzubekommen, ist aber viel schlimmer. Sora. Du hast recht. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich werde Jasmin retten. Aber Jaffa hat die Lampe. Wir können nicht einfach zu ihm und hoffen zu gewinnen. Vielleicht doch. Ich habe da eine Idee. Hört mal. Ich höre nichts. Schlüssel des Seins. Sein oder nicht sein? Das ist immer noch die Frage. Oh Gott, ey. Gib mir irgendwas, du gibst mir nichts. Na gut, dann brauche ich auch auf die Hand nicht mehr drauf prügeln. Ich bin mal gespannt, ob ich richtig laufe. Ich glaub's nämlich ehrlich gesagt nicht. Ne, hier ist auch der Anfang. Natürlich laufe ich nicht richtig. Du kriegst mich nicht. Sagt er und wurde gekriegt. God damn it. Gehst du mal langsam down? Autsch. Oh, hi Aladdin. Wie sie sich einfach nicht wehren können, weil sie nur Dreierkarten oder so haben. Mhm. Premium-Raum. Hier kann ich aber Sachen kaputt machen, weil ich hier vorhin nur durchgerannt bin. Das weiß ich. Deshalb werde ich jetzt hier erstmal Sachen kaputt machen, in der Hoffnung, dass ich Mokri-Punkte bekomme. Voll auf den Hintern gehauen. Und wie die immer fliegen, ey. Grenzhaupt. Die sind nicht bedrohlich, einfach nur nervig. Roulette-Raum. Da war noch... Und wir haben 236 Mokri-Punkte. Das finde ich sehr nice. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist der Raum, zu dem wir wollen. Der ist vielleicht hier oben. Man weiß es nicht. Man wird es gleich sehen. Einmal lopf. Oh, ja. Topf. Ob die Tür richtig ist oder nicht, zeig doch gleich die Karte. Nein, das ist schon wieder diese Tür. Da unten war keine. Da müssen wir... Ja, erzähl. Den Spruch wollte ich einfach mal drängen. Ob die Tür richtig ist, zeigt euch gleich das Licht. Oh, wir haben den Strom nicht bezahlt. Entschuldigung. So, okay, und... Durch da! Was sagt man dazu? Hat Aladdin seine kostbare Jasmin schon aufgegeben? Vor euresgleichen vergeude ich keinen Wunsch. Mit euch komme ich allein klar. Aladdin, jetzt! Was?
Du Geist, schnapp ihn dir. Al, verzeih mir. Hätten sie sich schlauer angestellt und nichts gesagt, sondern irgendwie ein Handzeichen gemacht, dann hätte er jetzt die Lampe reingefangen. Jafar! Entschuldigung. Mach nichts. Wie meinst du das? Er meinte, du hast deinen zweiten Wunsch verspielt. Bleibt einer. Na los, nutze ihn, um Jasmin Zert zu gewinnen. Aber mit uns musst du es auch noch aufnehmen. Ah, jetzt verstehe ich. Al, du bist ja so clever. So, so. Die List einer Ratte. Aber leider kannst du nichts über den Tellerrand hinaussehen. Dein kleiner Trick ändert gar nichts. Ich kann dich ein für alle Mal vernichten und Jasmin bekommen. Geist, mein letzter Wunsch. Verwandle mich in einen allmächtigen Lampengeist. Und wie das endet, haben wir in Sonic und die Sieben Ringe gesehen. Da wird er einfach mal in die Lampe verbannt und kommt nicht mehr raus. Es ist auf einmal so heiß. Das muss Jafars Werk sein. Nein, das war Genie. Huch, ich fliege. Ich falle. Ich bin hier hochgeklettert. Ich würde gerne... Da oben ist er. Komm her, Iago. Alter. Okay, da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Was zur Hölle? Spiel, ich würde auch gerne mal was sehen. Och ja, verarsch mich auch noch. Was? Natürlich. Jetzt muss ich warten, bis ich da hochkomme. Danke. Wie ich den einfach nicht anvisieren darf. Autsch. Na. Ja, die Kampfarena hasse ich auch. Das ist einfach nervig. Oh, da hat er seine Null verspielt. Oh. Ja, du sollst... Wow. Ich weiß nicht, wer der Endboss ist. Die Kamera oder der Typ da? Wenn ich jetzt entscheiden müsste, ich wüsste es auch nicht. Okay, gerade habe ich eine gute Serie landen können. So, das musste ich unbedingt abbrechen. Komme, was wolle. Wow, die drei Aladdin, sowas von nützlich. Ja. Ich darf nicht zu viel bekommen an guten Sachen. Wo ist Iago schon wieder? Da ist er. Vor allem, ich treffe Iago halt nicht, wenn ich stehe. Ich treffe ihn nur, wenn ich gerade am Springen bin. Da hat er gerade geschrien. Oder vielmehr gelacht. Bam, 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 bum. Sehr schöne Karten. Wo ist der Vogel? Da ist der Vogel. Fuck. Ich hasse das gerade. Vogel. Fire.
guter Pfad, ich hasse dich. Ja, ich auch. Wie ich gerade so einfach nur Glück hatte. Wenn die Säule nicht gewesen wäre, dann gute Nacht. Aha. So, das war sauschlau, was ich gemacht habe, weil ich mal wieder die falsche Taste gedrückt habe. Huch, was machst du hier? Oh, fuck. Ich hasse es. Ich kann ihm halt nur Schaden zufügen, wenn ich selber gerade am Springen war. Oh, jetzt komm bitte runter, du blöder Vogel. Der macht wahrscheinlich bitte den Doppelsprung. So, abwehren. Oh, bitte. Endlich! Yay, Stufenanstieg. Man endlich bezweifle, dass Square Enix Kingdom Hearts 3 auf Switch portet. Ich glaube es eher weniger. Ich auch. Ich denke, dass Kingdom Hearts 3 schon Power verlangt. Und die Switch hat nicht die Power. Doch, dem widersprechen werde. Jasmin ist gerettet und wir haben auch die Lampe wieder. Ein Wunsch hast du noch, Aladdin? Na und ob er das hat. Nun ist es aber an der Zeit, endlich einen Mohammed aus ihm zu machen. Natürlich wäre ich gern frei. Keine Frage. Aber Lampengeister haben eben keine Wahl. Und er nimmt mir sich auch die Sache mit Jafar und dem Meisterwechsel übel. Mach schon, Al. Erfüll dir deinen Herzenswunsch. Werde ein Prinz. Schnapp dir das Mädchen. Okay, los geht's. Ginny, du sollst frei sein. Aber Al. Sieh dir mal an, was du gemacht hast, wegen dir habe ich jetzt Hosen an. Nun kann dich keiner mehr für böse Zwecke ausnutzen, wie Jafar. Du bist frei! Al, das werde ich dir nie vergessen. Und vor allem auch die Reinigungskosten ab jetzt. Aber was ist mit Jasmin? Was willst du tun? Ich hatte Unrecht, Ginny. Hätte ich deine Hilfe angenommen, um Jasmin zu gewinnen? Ich wäre kein Deut besser gewesen als Jafar. Das bedeutet mir alles. So, sie soll mein wahres Ich sehen. So ist's recht. Danke, Sora. Und viel Glück. Wofür? Vorhin, als ich fast aufgegeben wollte, hast du etwas gesagt, das mich aufgemuntert hat. Da wurde es mir plötzlich klar. Auch du hast jemanden verloren, der dir sehr wichtig ist. Stimmt. Du, Ginny? Spar dir deine Worte, Kleiner. Ich weiß genau, was du denkst. Für dich, Sora. Sora, wann immer du mich brauchst, ruf mich einfach. Einverstanden, Al? Klar. Bist du dir da sicher? Klar doch. Ich meine, ohne euch wäre ich diese Lampe niemals losgeworden. Außerdem denke ich mal, dass Aladdin für eine Weile auch allein klarkommen wird. Wow, vielen Dank. Hoffen wir, unsere beiden Wünsche werden wahr. Mach's gut, Sora. Und wir werden niemals erfahren, wie hoch die Reinigungskosten der Hose sind. Die waren so hoch, die konnte niemand erfassen. Waren unbeschreiblich hoch.
Wow, schon wieder 25 Minuten. So, diesmal gehen wir aber durch die richtige Tür, bevor wir den Part beenden. Wir machen aber noch ein bisschen Krawall und Remy Demi. In Hoffnung, dass wir noch ein paar Mokri-Punkte bekommen. Na toll. Alter, blöde Wand. Ich hasse es, dass der Schaden dann auch immer resettet wird. Wenn man gegen eine Wand haut. Ist nicht sonderlich cool. So, dann speichern wir das Ganze mal ab. Wie gesagt, weil ich heute ein bisschen später dazu gekommen bin, machen wir gleich direkt noch einen Part. Aber erstmal würde ich sagen, das war ja Kern und Chaos Sonic X89. Mit Kingdom Hearts Rechain of Memories. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.